That boy, I miss you.
Okay, we start. Let me start the game. Welcome everybody. On my side it's buffering like hell. Not good. Okay, so. Let me see. Yes, I have doing this. Let me see. Hallo Tanja. Geht gleich los. So, haben wir das. Da hat er den Post gemacht. Gut. Gibt's Probleme, Tanja? Yeah, sorry. I have fiber connection and no problems on this side. Ach, er bekommt Besuch, okay. Schon Level 25.
I got a very special supply drop. Very, very special. Let me see, what can I choose? This look very special supply drop. Puhu, yeah, Puhu hype. Yeah, I have two. Question code. What code I have chosen? This, okay. Save. Open. Start. And we can run guess the number games, fresh supplies. So, erstmal checken. 21 Rüben gibt es noch, 18 Kürbisse, 7 Reis, 29 Champignons. 18 Kaktusfeigen, ein Mais, fünf Tomaten und vier Truthähne. Mr. Pro Miner, congratulations. Okay. I hope everybody had a great day.
Yeah, Mr. Pro Miner. On my work, I have to work in a room with 50 people. When the corona strikes, the company where I work can declare company bankrupt. I don't think they realize that when we all on quarantine, no one can work or will work. But when the company says the decision is the right decision, then it must be. They thinking about home office since 2 weeks. Yeah, Germany almost too. The kindergartens are closed. The people bring the kids to the work. So we have the kids around on the work. Great idea. Hallo Tanja. We will see, we will see. I think the decision from my chef is stupid. We can work from home, but when we all have one case of corona, we all go to quarantine and no one can work. So it's totally stupid that they don't send on this, us to home office. Now the kiddos from the families also on my work. So
More humans to infect. Great idea. That was sarcasm. It's total not a great idea. Okay. Switch the playlist to Synthwave. Maybe this is better. Oots. Kein Kraftstoff mehr. Prepositioning the Mikrofon. So. So. Cool. Kürbisse kann ich aber nicht essen. This is better. By the way, we have a new crate. The winner can tell me what's in it. Oh, das war's quick. We have a new crate. Airplay, you can tell me what's in it.
I don't have this crate opened before, so you can check what you can win. I have no idea. Oh, you won a starter kit? Ah, it's in. Okay. A hoodie. Okay. Premium crate. Oh, nice. Mystery badge box. Ah, okay. Points. Cap buff. Okay. Then roll it. Look what you get. Maybe you are lucky. I only have four of them, but I have a bunch of the old crates, the Vincero crates. Cap buff, yes. It's a legendary cap buff. It's a joke, a meme. The legendary cap buff. Coins you got, sorry. But better than nothing. Surprise, surprise. But I can say from one crate, not this crate, but from one crate, I don't remember exactly which, I got a t-shirt. I think it was a Brave crate, but I don't know exactly. I think the most things are Zealot. I have ones are POV pillow. I have melted it to T-Fuel. I had one Aporo, I melted it to T-Fuel. I think the most things are converted to T-Fuel. And I think it's the reason starter kits not FRT fuel value. You only get one T fuel for a starter kit, so it don't you have to claim it or give it away to somebody who wants it. Melting for one T fuel, it's not very smart. But maybe somebody needs the Poro and order it. I don't care. I cannot use the Poro for myself, so no problem. I have two. I think in 2 or 3 days I give away the second Poro. You need a Poro in your life.
Tanja, ich schmeiß mal ein paar Sachen an. Ich pack hier Holz in deinen kleinen Kahn in der Werkstatt, ne? Dass deine Säge da sägen kann. Dann haben wir nämlich ein bisschen Platz, dass ich wieder neues Holz schlagen kann. Dein Sägewerk hatte ein bisschen was zu tun. Gibt ja dann auch wieder Level Points. So. Ah. One Tour. Schon am Eisen und Lehm sammeln. Ja, ich komme dann auch gleich dazu. Ich denke mal, heute werde ich bei diesen Wildpflanzungen nicht gebraucht. Wir haben schon noch genug Zeug, Blaubeeren und so, hier Heidelbeeren und so ein Krams, alles haben wir genug. Was kann ich denn morgen holen? Haben wir schon mal ordentlich leer gemacht hier. Das ist doch gar nicht so schlecht, so ein kleines Bergwerk direkt vor der Haustür, ne, bevor wir da übers Meer bauen müssen und so. Da hat mich Chat auf die Idee gebracht, da mal zu graben. So, dann kann die Säge erstmal ein bisschen arbeiten. Sägemühle arbeitet, okay. Die brauchen Holzspäne. Das wusste ich nicht. Ach so, kommt raus. Stimmt. Kommt ja zusammen. Also der stellt das Bauholz her. Okay, jetzt verstehe ich. Ja, dann kann das beide schon mal arbeiten. Dann hacken wir auch ein bisschen Holz. Jetzt aber mal gucken, ist das da hinten schon wieder ausgewachsen? Wo kommt der denn her? Ist da echt ein Baum?
Mist. Okay. Holy. Holy moly.
Okay. Wrong direction. A little bit. But it's okay. Doch hier gerade Bäume gepflanzt. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Buffering again. This update was not very well set up. Let's look how long this works.
So, haben wir da schon mal Holz nachgefüllt. Mainframe, willkommen. If this was a password, I deleted the message. I think this message was not for everyone's eyes. Okay. Cassandra Fox, willkommen, hallo, greetings.
Hier nicht auch irgendwo einen anderen Baumelfeld hier. Okay, no problem. My first idea was it is a password and not everyone should eat the password. That was only the first idea. Ines Unusual, willkommen. Willkommen, willkommen. Du lucky winner from yesterday. Gehen mal einen Meter weiter, vielleicht kriegen wir da noch bessere Bäume. I'm good, I'm good. How are you? How is it going? And if you have problems with buffering, you can use other streaming services. Yep, I think so. But look, what's on the raffle list today? I got a new supply drop. Look what I raffle today. Their play already named is Poru.
Der. Das geht auch nicht. Über den. Erik, willkommen. Kisti, auch hallo an dich. Um ganz ehrlich zu sein, lang, lang ist es her, dass ich deinen Namen gelesen habe. Ich glaube in Verbindung mit Cherry, soweit ich mich erinnere. Ah Mist, jetzt ist meine Axt kaputt. Cherry macht doch bald wieder auf. Bist ihr da sicher? Heißt das jetzt nicht anders? Also zumindest kenne ich da so ein Projekt. Die sagen alle, das ist nicht Cherry. Aber die kenne ich alle von Cherry. Falls es das ist, was du meinst, freue ich mich auch schon drauf, ja. Oder meintest du richtig das originale Cherry? Was, echt jetzt? Okay. Ich hoffe doch nicht mit Rage. Mir ist dazu Ohren gekommen, der Admin von Rage. Ah, ich wollte schon sagen, okay. Mir ist da nämlich zu Ohren gekommen, der Admin von Rage ist ein Hacker, der andere Leute mal mit Schadcode infiziert und so. Also Rage würde ich mir nie wieder auf Festplatte holen. Interessant. Auf Platz. Lass mich durch. Oh, noch was essen. Sehr interessant. Und bleibt das denn auf cherry.de oder so? Ja, ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Und vor allem, was bei Old V der riesig größte Vorteil ist, dass es halt, dass das Hakenauto funktioniert. Ne? Also das Auto, was mit richtig Abschlepphaken. Das ist ein riesengroßer Vorteil für den ACLS zumindest. Und eben die anderen Sachen, die da noch so gesynkt sind. Ja. Aber er klang noch so, als ob er da keinen Bock mehr drauf hat. Das überrascht mich doch ein bisschen.
Ach so, okay. Ich habe deine Nachricht gesehen, bloß mein Bot mag nicht, wenn jemand Links postet. Ich sehe das ja trotzdem, was du gepostet hast, okay? Mache ich mir mal in so einem extra Tab auf und gucke ich mir dann bei Gelegenheit mal an. Na, ich glaube, da bist du auf dem falschen Dampfer zurzeit. Weil, wenn du mal die zweite Domain, die du da geschrieben hast, anklickst, das ist ein Casino. cherrycasino.com wird da umgeleitet. Ah, okay. Ja, ich wollte schon sagen, du willst mich zu einer Casino-Seite locken, ha? I see you, what you did. Das sieht aus wie eine Cherry-Seite, ja. Ich habe den fliegenden Baum schon gesehen, ja. Da war bestimmt mal ein Lager, ne? Wo war denn das? Da war bestimmt mal ein Lager und Erde und der ist da drauf gewachsen. Und wie sollen wir den wegkriegen? Da komme ich nicht ran zum Weghacken. Kann ich nicht mal mit hinspringen ankommen. Da müssen wir wieder Lager hinpacken und Erde oder eine Treppe oder so. Habe ich mich selber schon gewundert. Ja, aber auf jeden Fall, ich lasse mir die Seite mal auf und gucke sie mir nach dem Stream mal an. Kann auch nichts versprechen. Angucken kostet ja nichts. Bist du hin? Okay. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ist ja interessant. Ich bin natürlich offen für alles. Ich habe ja auch immer gesagt, auf Cherry habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Und ich hatte da echt massive FPS-Probleme mit meinem alten PC. Das ist dann nach einer Stunde immer deutlich unter 30 gegangen und ruckelig geworden. Und das hat echt keinen Spaß gemacht. Inzwischen habe ich auch einen neuen PC, ne? Wo das eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte. Das alte GTMP, das war halt so auch extrem ineffizient, ne? Da kann ja der Programmierer nichts für. Also das soll jetzt nicht heißen, dass der Programmierer nicht programmieren kann. Er kann ja nur das machen, was dieses Mod ermöglicht, ne? Und wenn das schon ineffizient ist,
und die FPS nach unten zieht. Also im Singleplayer hatte ich immer 60 Anschlag mit V-Sync. Wo fällen wir denn den nächsten Baum? Der sieht doch ganz gut aus hier. Ja, viele Sachen waren ja auch gut durchdacht und so. Du hattest deine Hotkeys für Animationen, du hattest deine Klamotten, wenn du in Dienst gegangen bist beim ACLS und so. War schon teilweise richtig gut durchdacht und hat auch ja, Sinn gemacht, dass man sich denn umzieht zur Arbeit und so, ne? Wenn man dann dreimal am Abend neu starten musste, weil sonst die FPS wirklich im Keller waren, dann war nicht mehr so schön. Deswegen hatte ich da auch aufgehört. Lag jetzt weiß Gott nicht an den Leuten oder so, oder dass ich da schlecht behandelt wurde. Da ich auch nie im Teamspeak gehockt habe, um da irgendwelche Meta-Informationen abzugreifen, habe ich auch nicht wirklich mitgekriegt, welche Leute da mit welchen Leuten konnten und nicht oder so, ob da noch OOC-Beef gab oder nicht. Habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich wollte mich halt nicht spoilern und deswegen bin ich auch nie im Teamspeak großartig gewesen. Weil irgendwann erzählt ja trotzdem jemand ganz stolz seine Geschichte und du darfst dann immer darauf achten, dass du das garantiert nicht in-game verwendest. Das wollte ich denn auch nicht. Habe ich eigentlich bei kaum ein Projekt gemacht. Macht man sich das eigene Leben schon mal ein bisschen leichter. Wie gesagt, ich bin gespannt und wir werden sehen. Und ich lasse mir das auch von keinem Projekt verbieten, dass ich jetzt, sage ich mal, nicht zwei Reisepässe haben könnte. Ne? Ist natürlich klar, wenn man Streaming-Partner von einem Projekt ist und dann sollte man im Titel... Wenn man das im Titel hat und auf der Homepage gelistet ist, von denen natürlich nicht Werbung für ein anderes Projekt machen. Aber hey, ich habe damit kein Problem, für zwei Projekte Streaming-Partner zu sein. Zumindest zum Gucken erstmal und zu entscheiden, ob ich da vielleicht hin will oder nicht. Schauen wir mal. Das kann ich dir nicht versprechen, Kishti, weil im Normalfall, wenn ich nicht total müde bin oder so, streame ich meistens so bis 21 Uhr. Das kann ich nicht versprechen, dass ich das dahin schaffen werde. Das ist ein bisschen kurzfristig leider jetzt. Das konnte ich nicht dann einplanen, ne? Aber du könntest mir noch sagen, ob das Streamen von diesem Community Talk erlaubt ist. Dann würde ich den Streamtitel halt einfach ändern und dann vielleicht so mitmachen. Wenn nicht, könntest du mal nachfragen, falls du das selber jetzt nicht weißt. Das wäre ultra nett. Wenn das erlaubt wäre, dann nehme ich da gerne auch so dann teil. Dann ändere ich Streamtitel und haue ich dann so ein bisschen zu. Gibt ja dann auch gleich Informationen für alle, die das interessiert, ne? Wenn man das überträgt, für jeden, der nicht dabei sein kann oder in einem Video on demand schauen kann.
Müsste ich halt bloß mal kurz den RTMP-Server killen und neu starten und dann habe ich auch ein zweites VOD. Braucht das nicht selber auseinanderschneiden. Aber erstmal müsste ich ja wissen, ob das überhaupt erlaubt ist. Kann ja sein, dass die sagen, ah, wollen wir noch nicht. Aber so Interesse halber würde ich mir das doch schon antun, wenn ich jetzt das nicht total verpasse. Das wäre nett, wenn du mal fragst, ob das erlaubt ist. Wenn ich es nicht total verpenne, dann würde ich da teilnehmen und den Stream einfach gleich anlassen. Wie gesagt, Titel kurz ändern und dann kriegen wir das schon hin. War hier nicht noch was? Oder habe ich jetzt hier? Ich denke mal, kriegt man zeitnah hin, sich da einen Account zu registrieren und TeamSpeak-ID zu verknüpfen und so ein Krams alles. Müsste ich mir halt bloß im Stream Deck einstellen, dann dass ich dann andere Titel setze und so was alles. Fahren wir da mal zurück. Also wenn ich dran denke und die Erlaubnis auch da ist, dann würde ich mal vorbeischauen. Wir haben ja jetzt 18 Uhr. Ja, dann in 2 Stunden. Code 24. Muss mal kurz hier auf Theta den Code ändern. Close 24. New Code. Nehmen wir da. Das haben wir Start. Und oben. Ja, hängt denn bloß an den zwei Dingen. Ob ich rechtzeitig dran denke und ob es erlaubt ist, zu streamen. Letzten Endes dürfte nicht wirklich was dagegen sprechen, bloß ich bin nicht der Serverbetreiber, da fragt man trotzdem lieber vorher, ne? Bevor man dann gebannt wird, bevor man whitelistet wurde. Das wäre nett. Ansonsten kannst du mich auch über Discord erreichen. Ich habe ja auch einen Discord, der kostet ja nichts. Ne? Da kannst du auch schreiben.
Habe ich den eigentlich offen? Den habe ich offen, okay. Nein. Ach, ich habe da so ein Programm. Wenn man Programme länger als 3 Sekunden übereinander schiebt, dann schnappen die so ein. Hat er gerade mit dem Discord gemacht. Gut. Das wäre noch nett. Wegen Bescheid geben und so. Der ist voll, okay. Der Stapel ist voll. Spammen wir in den Tita-Chat noch ein paar Emotes rein. Und verlosen noch einen Coin-Buff. So. Da rein. Fair play, you are a cheater. Everyone sees you guessing the first try. Yep, you really lucky today. Timber.
Sehen alle noch so klein aus, die Bäume, aber vielleicht müssen die so sein. Okay. Bist du jetzt der Nächste? Thank you.
It's weird. My preview window don't show it. Now the stream is running, but maybe how long? We will see. Oh, Rätselrox is actually capturing correctly. Cool. So. Ja, hast du gesehen in der Vorschau? Also hier unten ist Theta.tv, oben ist Twitch, mein Dashboard, rechts oben ist Mixer und hier auf Theta schreibe ich auch manchmal, was da hat denn der Fairplay hier gewonnen. Da hatte ich so ein Guess-the-Number-Game 1 bis 35 und er hat sofort eine 2 getippt und gewonnen. Da habe ich Cheater gesagt. Ja. Deswegen auch mit der Erlaubnis wegen Streamen. Geht klar, sagt er. Das klingt gut. Also falls ich jetzt dran denke noch, ne, dann tritt jetzt die zweite Kann-Bedingung ein, wenn ich das jetzt noch rechtzeitig peile, dass ich das nicht verpeile, dann könnt ihr mit mir rechnen. Du bleibst hier im Chat, okay? Dann kannst du mich ja rechtzeitig erinnern, so wie sich eine Viertelstunde vorher oder so. Ich muss ja noch einen Account anlegen im Forum und vielleicht noch drei Streamtitel changen. Das kriegen wir alles hin. Musste mein Ärger bloß gerade ein bisschen Luft machen. Die eine Plattform, die hat da gerade ein bisschen Probleme und da bleibt der Stream immer stehen. Obwohl ich hier eine Glasfaserleitung habe und eigentlich nicht das Problem sein sollte. Hey, bin ich auch schon voll, dann kann ich den Rest doch gleich noch mitnehmen. Ja, da hängt der Stream schon wieder. Ganz komisch. Später schickst du mir in Discord die IP vom TS oder was? Meinst du oder? Und was meinst du? Ist der nicht verlinkt da im Forum?
Weil hier habe ich schon mal damit angegeben, dass ich Glasfaser habe. Ich habe da mal so einen Speedtest letztens durchgeführt. Das habe ich gespeichert. Ist super cool, wenn man eine synchrone Leitung hat. Also so viel Upload wie Download hat. Ist nur ganz leicht weniger, aber der Ping ist ein bisschen runtergegangen sogar noch. Momentan habe ich halt lächerliche, was sind das hier? 17 Megabit Upstream. Nein, doch. Oh. 17,48, schon 11 GB ins Internet geladen. Da lacht der Computer drüber. Oder die Leitung, besser gesagt. So, da war gerade eine Donation. Finesse Unusual. Thank you for the 10T Fuel. Thank you, thank you. And Mekabu, welcome. I'm good, how are you? Ja, 100 Megabit reichen eigentlich auch. Bloß ich würde da kaum Geld sparen, würde ich jetzt eine 100 Megabit Leitung haben. Die 300 Megabit, die kosten mich 40 Euro im Monat. Und die 100 Megabit, die würden wahrscheinlich 30 kosten, weißt du, die 10 Euro, die sind das denn, machen den Kohl da auch nicht fett. Deswegen habe ich dann gleich die 300 genommen. Leider sind die 500 Megabit sehr teuer mit 79, 99, also 80 Euro. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber 300 für 40 Euro, das geht. Ich habe noch eine Vodafone-Leitung am Laufen. Und solange wie die Vodafone-Leitung läuft, ist das Glasfaser kostenlos. Und die Vodafone-Leitung kostet 47 Euro und hat 200 down und 25 ab. Ja, Studentenwohnheim ist natürlich auch nicht schlecht. Da musst du das ja mit allen auch ein bisschen teilen, ne? Also wenn du einen krassen Downloader hast, dann wirst du die 100 auch nicht immer ausreizen können, oder? Ich habe da so gehört, dass das zumindest früher die Studentenwohnheime da ziemlich ausgelastet waren, so File-Sharing und so, habe ich gehört. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so krass wie früher. Kommt halt drauf an, wie sie geroutet haben, ob das exklusiv zur Verfügung steht. Wo noch was essen? Nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das, das. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, jetzt, wenn du einmal Glasfaser hattest und bei einem vernünftigen Anbieter, der das auch hinkriegt, dann willst du nie wieder was anderes haben. Kabelinternet ist schon okay. DSL war auch okay zu Anfang, aber ich würde jetzt nie wieder zu DSL wechseln. Weil das einfach so fehleranfällig ist, ne? Kabelinternet ist ganz okay, aber du hast dann auch nicht die Bandbreite immer, die du haben willst, weil das ja eine Baumstruktur ist.
Weißt, wenn andere Leute im Internet sind, dann hast du auch ein bisschen weniger. Und bei Glasfaser, da kannst du schon fast sicher sein, dass die Leitung für dich hast. Ich habe den Typen mal, der das hier verlegt hat, das Glasfaser, den habe ich mal ein bisschen ausgequetscht und er sagt, na, durch die ganzen Lichtwellenlängen, die momentan so verfügbar sind und so, kriegt man durch eine Glasfaser 1,3 Terabit durchgeschickt. Und die haben mehrere. Die brauchen dann bloß bei ihrem Uplink-Provider Bandbreite nachbuchen. Oder hier Kapazität besser gesagt. Ich bin einer der ersten Haushalte hier in der Stadt, die das gekriegt haben. Und zu der Zeit, wo ich Glasfaser gekriegt habe, hatte der Provider, der mir das anbietet, 10 Gigabit Uplink. Ja, wie sehe vielleicht 10 Haushalte oder was? Die wollten dann Ende letzten Jahres auf 20 Gigabit noch upgraden. Das ist schon was Geiles, wenn da das Lichtkabel direkt bis nach Hause kommt und so. Willst nichts anderes mehr haben. Könnte jetzt noch die Leute beeindrucken, die nicht so viel Ahnung haben und sagen, guck mal, was ich hier für einen Ping habe. Aber der ist jetzt auch nicht so berauschend. Geht einmal ins Internet und kommt dann direkt wieder zurück. Weil der Server, auf dem ich spiele, der steht hinter mir. Also ist doppelt so hoch, wie er eigentlich müsste. Normalerweise hätte ich 40 Millisekunden Ping, aber der geht erstmal ins Internet rein und dann wieder zurück. Aber in so einem Spiel wie Eco oder so, da spielt der Ping gar nicht so eine große Rolle. Würde das jetzt so ein CSGO oder sowas sein, dann würde das wahrscheinlich eine Rolle spielen. Da bist du mit 80 Millisekunden schon öfter mal tot. Aber dadurch spare ich ja auch am Server. Wenn ich den Eco-Server hier auf meinem eigenen Rechner laufen lasse. Ich hatte vorher einen gemietet, der hat 10 Euro im Monat gekostet. Die 10 Euro musste erstmal Strom verbrauchen. Ich habe hier hinter mir ein Pentium mit 2 Kernen stehen. Das musste erstmal verbrauchen. 10 Euro. Naja, bei mir ist es jetzt geschuldet, halt, dass ich einmal ins Internet rein habe, die Connection und wieder, also rein ins Internet und wieder zurück zu mir. Ich spiele auf einem eigenen Server, der bei mir eigentlich im LAN-Netzwerk ist. Das, weil hier Tanja noch mit drauf spielt, muss ich den ja öffentlich verfügbar machen, sonst kann ja niemand drauf connecten. Würde ich hier wirklich bloß alleine spielen, dann hätte ich hier natürlich eine Millisekunde Ping halt, weil der hinter mir steht, der Rechner, ne? Aber wenn noch jemand anderes drauf spielt, muss ich den ja ins Internet freigeben, rausrouten mit Port Forwarding, damit denn theoretisch könnte hier jeder drauf spielen, aber nicht jeder hat das Passwort, ne? Hey, wake up. Oh, danke für den Mixer-Follow, Fischti. Danke, danke. Du hast einen Mixer-Account? Nehme ich gern.
Da magst du recht haben, stimmt. Aber wenn du mal guckst, bei mir, bist bestimmt schon wieder runter. Wenn du mal guckst, bei mir am Profil, ne, da ist noch so ein kleiner gelber Ball. Bei meinem Profilbild, da steht ein Originalmitglied der Beam-Community. Also ich bin Mixer beigetreten, da hieß es doch Beam. Bevor Microsoft das denn gekauft hat. Ein ganz altes Mixer-Mitglied. Damals, wo noch alles in Ordnung war. Beam Pro oder wie das hieß denn damals, ne? Muss, die kommen auch nicht so richtig aus der Pötte, ne? Ist halt doch schwer. Gegen so einen Branchenprimus wie Amazon. Die hat denn jetzt noch mit ihrem Prime gepusht haben. Würde Twitch statt erlauben, als Affiliate an andere Streaming-Plattformen zu streamen, dann wäre ich auch noch Affiliate, aber leider erlauben sie das nicht. Also habe ich da gekündigt, mein Affiliate. Bin da ganz normaler Twitch-Pleb bloß noch. So fühlt man sich unabhängiger und wenn eine Plattform mal eine Störung hat, kannst du trotzdem streamen und auf die andere verweisen. Also ich sehe da keine Schwierigkeiten. Der Rechner, der macht das mit. Die Leitung macht das mit. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Ich habe auch noch so einen Hitbox-Account, aber irgendwie Hitbox hat wohl wirklich Probleme mit seiner Infrastruktur. Also wo ich da mal einen Teststream mal wieder nach langer Zeit angeworfen habe, der hat ständig gebuffert und so weiter. Also wenn ich den selber angucke, der hat ständig Abrisse gehabt und so. Also ich glaube, die haben virtuelle Server oder sowas, die maßlos überlastet sind. Das habe ich denn auch gelassen. Und D-Live habe ich auch noch so einen Account. Das ist so eine türkische Plattform. Aber da habe ich dann irgendwann auch aufgehört, weil die auch über mehrere Tage ihre Probleme hatte. Dass der Stream, der hat mir 0 Droppet Frames angezeigt. Also der nimmt einwandfrei meine Pakete alle ab, aber trotzdem zeigt er das nicht an, da ich live bin und so eine Sachen. Also die haben da auch noch ein bisschen technisch mit zu kämpfen, dass die erstmal Fuß fassen müssen und stabil hinkriegen müssen, ihre Plattform. Ja, kann man machen. Ist halt jedem seine eigene Philosophie. Ist ja, wo ich jetzt hier noch Theta entdeckt habe. Theta ist eigentlich auch eine gar nicht so schlechte Plattform. Weil von denen kriege ich immer noch so Stuff, den ich verlosen kann. Und die basieren auf so einem Blockchain-Protokoll. Das heißt, du kannst als Viewer den Stream weiterleiten an andere Viewer in deinem selben Netzwerksegment und dafür kriegst du dann ein bisschen Kryptowährung, die du verwenden kannst, um Streamer eine Donation zu geben oder in dem Shop da ein paar Sachen günstiger zu kriegen. T-Shirts, Mützen, Streamer-Merch. Ist halt eine andere Art, eine andere Herangehensweise an die Streaming-Geschichte, dass du das als Zuschauer sozusagen
deinen Kollegen in der Nähe weiterleiten kannst. Also wenn du beispielsweise bei Vodafone oder der Telekom bist und andere in deiner Nähe auch bei Vodafone oder Telekom denselben Stream schauen, dann leitest du den Datenstrom weiter und kriegst da ein bisschen was für. Deswegen dachte ich mir, hey, meldest dich da mal an und bin ich mittlerweile auch schon ein paar Monate. Und die haben halt noch den Vorteil dadurch, dass sie nicht so viel Serverkapazität wie Amazon brauchen, weil die User da teilweise ja selber untereinander teilen und so, sparen die auch ein bisschen Geld und hauen dadurch so ein paar Sachen öfter raus. Da gibt es einen sogenannten Supply Drop für alle Streamer. Die kriegen dann so eine Items, die sie verlosen können. Und das hilft natürlich auch wieder ein bisschen Leute anzuholen, die dann was gewinnen wollen. Manche bleiben wem den Content, manche wollen nur das Gewinnspiel machen. Ne? Also gibt so eine und so eine. Was hilft natürlich irgendwo ein bisschen, wenn man schon was hat, was man da verlosen darf. Die haben da auch so einen Sponsor, G-Fuel, das ist wie so ein Energy-Drink. Da hat man dann auch Starter-Kits, die man verlosen kann. Dann kriegt man das umsonst. Wo du verschiedene Geschmacksrichtungen von diesen Energy-Drinks geliefert bekommst. Oder zum Beispiel so ein Plüschtier verlose ich jetzt gerade. Warte, kann ich ja mal kurz zeigen. Schiebe ich mal kurz rüber. Das ist hier so mein Mod-Portal in meinem Channel hier. Und da gibt es so ein Plüschtier, League of Legends Plush Povo. Das ist so ein Skin für das Spiel Splitgate. Und das ist so eine Crate, so eine Kiste, wo alle möglichen Sachen drin sein können. Das läuft jetzt momentan gerade als Giveaway. Läuft schon seit 2 Stunden. Falls du dich wunderst, was da immer im Stream an Code angezeigt wird unten. Der Code ist für Theta hier. Wir können dann auf der Webseite mitmachen. Wenn sie den Stream schauen, hier auf der Seite hier. Wenn ich denn hier oben gucke, Giveaway. Da läuft gerade dieses Giveaway, die 3 Sachen. Und wenn du den Code gesehen hast, dann drückst du hier rauf und setzt ein paar Coins. Das ist pro 10 Coins pro Minute kriegst du, wenn du keinen Buff laufen hast. Das hier ist die T-Fuel-Währung, das ist so eine Kryptowährung, womit man halt donaten kann und so was alles. Jo. Man kann 500 maximal setzen pro Umfrage. Ich habe schon mal eine gehabt, da war die Antwort 24, die lief eine Stunde. Jetzt habe ich die nächste. Sieht man dann im Stream die Antwort und dann erhöht man seine Chance auf 1 der 3 Sachen zu gewinnen. Geht er hier, Watch and Win. Das kriege ich kostenlos zur Verfügung gestellt. Kann ich selber nicht einlösen, kann ich nur weiter verlosen. Jo. Vielleicht kann ich ja noch was zeigen. Man kann denn so Items weitergeben, also die ich selber nicht benutzen kann hier, Supply Drop zum Beispiel. Und da sieht man denn, was ich alles weitergeben kann an Items. Ich habe noch einen diesen Plüschding, 3 von diesen Kisten, das ist eine Emote, das sind Skins für ein Spiel. Das ist so ein Cap Buff, der deine Coins ein bisschen anhebt, dass du mehr Coins behalten darfst. Das sind 10 T-Fuel. Das ist so ein Starter-Kit, was ich sagte, von diesem Energy-Drink-Zeug. Da habe ich auch 2 so eine Starter-Kits. Sieht man natürlich besser, wenn man es größer macht, ne? 500 Coins kann ich auch noch 19 Mal vergeben. 15 von diesen Crates habe ich noch, also von diesen Kisten, wo alles Mögliche drin sein kann. Coin-Buffs, wo man 5-mal so viele Coins für eine Stunde kriegt. Kann ich selber alles nicht benutzen, kann ich aber, wie gesagt, jedem schenken oder verlosen. Dann habe ich da so ein Makro. Hey, wake up. Beispielsweise, wenn ich denn hier 500 Coins verlosen will, habe ich auf dem Stream Deck, drücke ich hier rauf. Und
dann startet hier der Potato Bot so eine Giveaway und dann können die Leute raten. 1 bis 25. Und wer richtig rät, der kriegt dann diese 500 Coins hier. Das Fenster noch offen? Zeigt er das immer noch an? Das ist ja merkwürdig. Wenn man dieses Fenster vom Speedtest noch anzeigt. Ach so. Das liegt daran, dass der Streamer wieder hängen geblieben ist. Kiek, jetzt hat hier Mr. Pro Miner gewonnen. Du hast ja auch mitgemacht, leider nicht gewonnen. Und dann klicke ich hier rauf. Sag Admin Options, Supply Drop. Gib ihm einmal von den 500 Coins. Zack. Hat er gekriegt. So. Muss ich nochmal reloaden, damit der Stream nochmal lädt. Also irgendwie haben die da heute ein kleines Problem. Gut. Spielaufnahme. Ja, wie gesagt, ich finde das Konzept an sich eigentlich auch nicht schlecht, wie das so funktioniert bei Täter. Ich sag lieber besser nicht, hättest du meinen Link benutzt, um dich bei Täter anzumelden, dass du denn was umsonst gekriegt hättest, ne? Du hast jetzt bestimmt einfach so einen Account angemeldet. Da gibt es nämlich auch so einen Referralcode, dass der Streamer kriegt denn was und der Zuschauer auch. Aber ist egal, ja. Überhaupt kein Problem. Hast du gesehen, was ich da alles für einen Kram noch verscherbeln kann? Das hilft dann auch ein bisschen, Zuschauer zu attracten. Und deswegen mache ich das mit dem Code. Weil dann wirklich die Leute, die den Stream schauen, nur den Code kennen, ne? Der mal kurz reinklickt und was gewinnen will, der sieht den Code ja nicht immer, weil der nur zweimal pro Minute angezeigt wird. Und mit diesen Verlosungen im Chat sorge ich halt auch ein bisschen dafür, dass nur die aktiven Leute, die denn gerade da sind, sozusagen die Chance haben, was zu gewinnen. Ich gebe 10-mal lieber einen aktiven Zuschauer was, als wenn jemand reinschaut, was abgreift und dann wieder weg ist. Ne? Gebe ich lieber 10-mal lieber jemanden, der länger da ist, was. Weil ich kann es ja selber so und so nicht benutzen, also stört es mich auch nicht, wenn ich es weiter verschenke, wer es kriegt. Ein bisschen Holz holen. Komme ich hier hoch? Nee. Verdammt. Wenn man Holz in der Hand hat, dann kann man noch keine Schippe in der Hand nehmen. Muss ich erstmal schauen. War ich hier? Ja, hier war ich. Liegt das da noch hingerollt? Ist einfach rübergelaufen. Und da du ganz neu bist, hast du bestimmt einige Emoticons noch nicht, ne? Ich schenk dir mal ein paar. Ach, das I love you gibt's gar nicht mehr, okay? Kann ich dir bloß eins geben und ein Charlie Badge für dein Profil. Kann man zeigen, auf welchen Channels man schon so eine Badge gekriegt hat. Die bringt jetzt nicht wirklich viel, aber der Hut ist beliebt, siehst ja. Jeder will ihn haben.
Momentan ist das zum Beispiel gar nicht so einfach, da bei Täter als Streamer angenommen zu werden. Das war schon mal anders, da durfte jeder streamen, der wollte. Aber dann, früher hieß die Plattform Sliver. Und dann haben die sich umbenannt zu Täter.tv. Und in den gleichen Atemzug haben sie gemacht, Leute, die nicht Affiliate oder Partner waren, die haben entweder einen Stream-Key geschenkt gekriegt, also so richtigen Schlüssel und Code, oder halt nicht. Und ich war einer der Glücklichen, der einen gekriegt hat, weil ich schon Streamer war da und ein bisschen aktiv sozusagen. Wenn man jetzt öfter liest, wie die Leute da auf Twitter betteln nach so einem Stream-Key, um da streamen zu dürfen, bin ich schon dankbar, dass ich denn jetzt da angenommen bin und zumindest normaler Streamer schon sein darf da. Und die haben auch kein Problem damit, dass ich an andere Plattformen streame. Also alles gut. Alles wunderbar. Ich darf jetzt bloß deren Zeug, was ich jetzt geschenkt kriege, das darf ich jetzt nicht auf anderen Plattformen verlosen sozusagen. Das muss alles auf der Täterseite natürlich bleiben. Was ich jetzt nicht sage, der dritte Twitch-Follower kriegt was von dem Täter-Supply-Drop. Das darf ich nicht machen. Muss ich natürlich schon um die Seite drehen und verstehe ich ja auch. Die geben mir ihren Stuff nicht für andere Seiten raus. Gut, aber soweit ich gesehen habe, sind wir jetzt hier holzmäßig voll. Beide Lager sind voll. Dann hole ich mal die Spitzhacken wieder raus. Mensch, hat die Tanja hier schon wieder rumgegraben. In unserer Biene. Irgendwas hatte ich hier gestern vor. Ich erinnere mich aber nicht mehr so genau, was ich hier gestern noch machen wollte. Hier habe ich auf jeden Fall noch zwei Treppenelemente. Ab und zu mal auf die Uhr gucken, 18.40 Uhr, okay. Jetzt verpeile ich das nachher noch. Ist hier alles voll? Da ist doch noch Platz. Hier ist richtig eine eisenführende Schicht.
Weil wir hacken das hier nur alles auseinander, weil wir hier nach Eisen suchen. Den Sandstein, den brauchen wir gar nicht in so großen Massen. Aber der stört halt und liegt im Weg rum, wenn man auf der Suche nach Eisen ist. Hier ist schon zum Beispiel Eisen. Da hat Tanja auch schon weiter gegraben. Hier kommt auch Eisen. Da ist auch noch Eisen. Da komme ich jetzt nicht ran. Verdammt. War schon mal 16. 17, 18. Den kriegen wir hier nicht weg, ne? Nee. Verdammt. Aha. Ist ja richtig eine eisenführende Schicht, ey. Lohnt sich ja hier richtig. Eins nach dem anderen. Schon wieder voll. Kishti, ich habe mir letztens auch mal wieder von Cherry ein altes VOD angeschaut, einfach um ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen, und habe mich wieder in Arsch gebissen, dass ich denn damals, wo ich angefangen habe RP zu spielen, noch keine Aufzeichnungen gemacht habe und auf YouTube hochgeladen habe. Die ganzen VODs von damals, von 2017, die sind alle weg, wo ich angefangen habe. September 2017, glaube ich, war das. Wo ich Project 5 war. Danach irgendwann war ich ja erst auf Cherry. Aber ist ja mal cool, denn dann schwelgt man so in Nostalgie. Ach ja, so war das damals und so. Erkennt noch die Situation und die Leute. Das ist immer gut, wenn man da so ein Archiv hat. Das habe ich aber auch leider erst spät entdeckt, dass ich da so ein Archiv anlegen sollte. Dass das wohl sinnvoll wäre. Du wirst es nicht glauben, also seitdem ich das beschlossen habe, dass ich so ein Archiv haben möchte, habe ich auf jedem Stream hier zu Hause auf Festplatte. Das sind mittlerweile 3,7 Terabyte. Die meisten Streams wurden ja dann mit 1080p mit 60 FPS aufgenommen. Und wenn das dann 6 Stunden oder so waren, dann sind das schon teilweise 30 Gigabyte oder so, eine Datei für 6 Stunden. Also 3,77 Terabyte habe ich letztens gesehen. Aber alles gut, ich habe da so ein RAID Array, da sind 2,8 Terabyte Festplatten drin, da ist noch ein bisschen Platz drauf. Alles gut. Nur falls YouTube mal sagt, ich lösche die Videos, die jetzt nicht Geld bringen oder so. Weil das haben sie sich ja, glaube ich, in den Terms of Service steht dazu drin, dass sie das machen könnten.
Deswegen lieber vorsichtig sein. Na, kommt drauf an, womit du deine Kameraaufnahmen speicherst, ne? Also, wenn du jetzt eine 4K-Kamera hast, dann ist das natürlich was anderes. Die schluckt natürlich deutlich mehr Datenrate als jetzt so ein 1080p-Stream. Also extrem momentan mit 720p, 60 FPS, ne? Und aufnehmen tue ich aber gleichzeitig lokal noch mit 1080p, 60 FPS. Weil für 1080p mit 60 FPS brauchst du mindestens 8 Megabit und nur eine einzige Plattform erlaubt das. Das wäre nämlich Mixer. Die erlauben bis zu 10 Megabit Stream. Ja, aber das wäre jetzt zu viel Aufwand, das alles auseinander zu pflücken, dass jede Streaming-Plattform noch eine andere Bitrate und eine andere Auflösung kriegt, weißt du? Deswegen streame ich an alle mit 720p 60 und lade dann diese 1080p Aufnahme auf YouTube hoch. Maximale Qualität. Wie gesagt, dann kommt es immer noch drauf an, wie viel Auflösung deine Kamera hat, ne? Ja, kommt dann auch noch drauf an, das stimmt natürlich, was für ein Encoding man da benutzt und ob man das später dann nochmal schneiden möchte, dann sollte man möglichst ohne Verluste aufnehmen oder möglichst mit wenig Verlusten und so was alles und das schluckt natürlich dann richtig. Schon richtig. Also jetzt zum Beispiel, ich bin 2 Stunden 16 live, die Aufnahme hat schon 11,8 GB. Aber du hast ja gesehen auf YouTube, ich habe da eine richtige Collection und mit Listen und alles, also man kann da ziemlich viele Streams von Cherry sich sogar noch mal angucken, wenn man möchte. Das ist halt das Gute. Dass das dann auch ein bisschen für die Ewigkeit gesaved ist. Nicht nur hier auf dem Rechner, sondern auch auf YouTube. Da denkt man sich dann auch öfter, ach, die gute alte Zeit, damals. Naja, die Kamera hat dann kaum Kompression, ne? Damit man das dann später noch schneiden kann und alles. Beim Streamen hast du halt auch immer mit Kompression. Da ist es nicht 100% die übelste Superqualität, aber ja, ich denke mal, das geht schon halbwegs. Diese 1080p 60 mit 12 Megabit sieht schon halbwegs okay aus. Dass keine Klötze kommen, wenn ich mich schnell bewege oder sowas, ne? Die gute alte Zeit mit deiner Marderzucht. Genau. Habe ich jetzt immer noch ein Soundboard hier. Ich fand doch, das ist eine kreative Möglichkeit, halt die Leute ein bisschen zu überraschen, wenn du ein Auto reparieren musst und ziehst denn da so ein Marder raus, ne? Und spielst du noch so einen Knurren von so einem Vieh ab? Da haben schon manche geguckt.
Weg, weg mit dem Vieh. So, was haben wir denn noch Schönes? Was verlosen wir denn jetzt? Ich habe noch 15 so eine Kisten. Wir machen noch so eine Kistenverlosung, eine Crate. Kisti, schnell in den Täter-Chat, geht los. Jetzt. Kannst du Crate gewinnen, 1 bis 35 musst du raten. Gehört halt auch ein bisschen Glück dazu, ne, aber... Und siehst ja, noch jemand möchte diese Kiste haben. Congrats, Mr. Pro Miner. Und wer weiß, vielleicht habe ich bald wieder eine Marderzucht. Wer weiß, wer weiß. Jetzt habe ich ja momentan keinen Streamtitel, wo ich für ein bestimmtes Projekt Werbung mache. Also ich habe mich ja, ich bin schon praktisch auf den Choice 5 Projekt und praktisch fast whitelistet. Und da werde ich auf jeden Fall eine Weile spielen. Waffle Family, welcome, hello. How's it going? Nomdo, welcome. Greetings. You see me on the screen? No, it's impossible. I have no webcam. Ah, okay. I miss weed. Not top middle, bottom middle. And Mr. Pro Miner, it's not your connection. I have stream bufferings too. I think it's a Zeta update. Yep, the giveaway is only for real user. Waffle Family, welcome. Thanks for the follow. Nein, doch. Oh. And thank you for the 20 T-Fuel. Nein, doch, oh. I think Mr. Pro Miner must know Louis Defonet. To change, let me see. Yes, it's time to change. I have a script running. You see it here, and it says I have this code for 61 minutes. So
Time to change it. Ja, ich ändere den Code jetzt. Moment. Let me see. This is a script. It's a simple batch. Windows batch. So, we had code 33. Close prediction. Answer 33. New prediction. Code. We do this, we do this, we do this. Save. Start. New code. Open prediction. Alright. The script is writing the code to a text file. And the streaming program picking up the text file and displaying the code. Every 30 seconds or 10 seconds duration, the code is shown. Code. Ja, mein Englisch, my English is not the yellow from the egg. German joke. Haben wir hier irgendwo noch? Da ist doch noch was. Ah, da komme ich nicht ran, verdammt. Du, das kann sein, das weiß ich noch nicht mal von wem das ist. Sieben. Dann bringen wir das erstmal weg. Diese TikTok-Emote, das ist von dem aktuellen Sponsor. Hast du vielleicht gesehen, wo man den Stream aufmacht? Das ist diese Firma, die diese Uhren herstellt, Vincero. Wieselflink macht auch ihren Wiesel wieder flink. Ist halt wie ein Energy Drink. Du kannst dir halt vorstellen, das ist, als wenn du eine doppelt oder dreifach dosierte Cola trinkst. Ne? Ist halt Haufen Koffein drin. Gibt in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und zumindest zu meiner Zeit, wo ich das Starter Pack mir bestellt hatte, was ich mal gewonnen hatte,
habe ich 9 Euro Versandkosten bezahlt, weil das kommt ja aus Amerika. Weiß nicht, ob sie das inzwischen noch mit Versandkosten haben oder nicht. Ich verstehe den Winkman-Zaunpfahl, aber ich habe bloß 2 von diesen Dingern da. Von diesen, wie heißen sie gleich, Starter-Packs. Die kann ich nicht einfach so verschenken, so gern ich es wollte, weil das ist auch immer ein guter Attraktor, um Leute in den Stream zu locken. Kann man denn mehrere Stunden laufen lassen, so wie mit dem Plüschtier jetzt. Das wollen auch viele haben, das Plüschtier, und deswegen mache ich das mit dem wechselnden Code auch. Und ja, muss ich halt aufteilen, weil ich krieg nächsten Dienstag oder nächsten Mittwoch erst wieder so einen Supply-Drop. Also ich muss jetzt eine Woche damit klarkommen, mit den Sachen, die ich vorhin gezeigt habe. Ich kann so viel machen, weil ich dich kenne, schenke ich dir was. Weil ich dich RL oder im RP, aus dem RP kenne, schenke ich dir was. Du bist ja neu bei Theta, du kriegst jetzt von mir 10 T-Fuel. Dann hast du schon mal irgendwas, um virtuelle Währung zu haben. So als Willkommensgeschenk. Davon habe ich nämlich 5 Stück. Und vielleicht hast du sogar schon was verdient. Und je nachdem, ob jemand aus deinem Netzwerksegment zuschaut, bist du ja noch T-Fuel. Das sieht man denn unter dem Stream. Kann ich dir auch kurz erklären, wenn du möchtest. Ich muss dafür den Brave-Browser mal nutzen, weil der andere hier, der ist nicht so toll, der Firefox. Nein, aus! We are Vincere. Aus. Oh, das war laut. Sorry. Läuft gerade Werbung. Tut mir leid. Sorry. Too loud. Music. Was siehst du hier, wenn du hier raufklickst? Dann sieht man hier so eine Wellen. Das sind die Daten, die übertragen werden für den Stream. Wenn du mehr als ein Pair hier stehen hast, dann sharest du gerade deine Bandbreite an jemand anders. Wenn hier die Grünen hochlaufen, wenn das mehr werden, dann verdienst du gerade T-Fuel. Wenn das hier hochläuft, dann kriegst du gerade von jemandem aus demselben Netzwerksegment was, dann kriegt er was sozusagen. Und das hier ist vom CDN, also als wenn das jetzt wie bei Twitch vom Server kommt. Da ich momentan ein Glasfaseranbieter habe, der relativ neu ist und nicht viele Leute im selben Netzwerksegment hängen, die hier den Stream gucken könnten, kriege ich momentan kein T-Fuel fürs Zuschauen. Dann würde das hier erst bei Pending stehen und wenn dann 10 Minuten vorbei sind, dann steht das hier und dann taucht das hier in deiner History auch auf. Dann könnte man theoretisch hier zum Beispiel donaten oder so. Gut, den können wir dann zumachen. Wir haben schon 17 GB hochgeladen ins Internet, immer noch 17 Megabit pro Sekunde. Schieben wir das mal wieder auf den Hauptbildschirm. So. Und dann wieder die Szenen wechseln, Spielaufnahme an, Bildschirmaufnahme aus. Okay, du ziehst gerade von jemandem, na, dann kriegt der zumindest was. Also zumindest ist dann auch eine Chance, dass du dann ab und zu mal
auch was schickst, ist eine Chance, ist keine Garantie, ne, aber an den Merkmalen erkennst du das, wenn das Grüne da hochläuft. Wenn da bei dir bei dem Grünen 0 steht, dann hast du auch noch nichts geschickt an jemand anderes. Ich habe zum Beispiel noch eine, noch momentan eine Kabelnetzverbindung. Zwei Netzwerkkarten in meinem PC, und wenn ich dann die zweite Netzwerkkarte aktiviere und über Kabelfernsehen surfe, dann kriege ich T-Fuel. Aber momentan streame ich ja über diese Glasfaserleitung, also kriege ich nichts, wenn ich das selber angucke. Oh, ist nicht schlimm. Na, 2 Megabyte ist jetzt nicht erwähnenswert. Wenn da 200 stehen würde, dann müsstest du schon T-Fuel haben. Aber 2 Megabyte ist noch nicht so viel. Wenn über 100 oder 200 da steht, dann solltest du schon bei Pending Earnings oder sowas stehen haben, aber bei 2 Megabyte noch nicht, glaube ich. Ja, es wird vielleicht noch. Und vielleicht interessiert dich ja ein anderer Streamer, dass du da mal zuschaust und so. Vielleicht noch so ein Hinweis, je mehr Zuschauer der Streamer gerade hat, umso größer ist natürlich die Chance, dass jemand dabei ist, der im selben Netzwerksegment ist, ne? Also, aber trotzdem wäre ich dir dankbar, wenn du mir weiterhin zuschaust. Und weißt du, warum die Leute im T-Fuel-Chatter immer Emotes-Spam machen und sowas und Sachen reinschreiben so oft? Man durch Aktivitäten wie Schreiben im Chat erhöht man sein Level. Dann kannst du sagen, ich bin in dem und dem Channel schon Level sowieso. Dann kriegt man so eine Experience Points. Und mir hilft das auch ein bisschen, weil der Channel kriegt dadurch auch so eine internen Points, und dann könnte ich eventuell bald Affiliate sein. Zählt dann unter Chat-Aktivität und so. Rosen 710, okay, der ist auch bald voll. Müssen wir erstmal gucken. So, was hacken wir jetzt weg? Das erstmal. Hauptsache, du erinnerst mich auch rechtzeitig daran, dass ich da noch zur Community Talk Runde. Da war doch noch was, so ungefähr, ne? Ich habe das eben schon wieder vergessen gehabt, und jetzt bei Blick auf die Uhr, ach, da war ja noch was. Und du bist schon Level 3, siehst du das? Siehst du? Ich muss auch mal was spammen, sonst kriege ich mein Level 12 hier, sonst überholen die Leute mich noch. Dafür habe ich meine Stream Deck Buttons, dass ich da was rein spamme.
können wir ja noch irgendwie noch mal was verlosen. Was nehmen wir jetzt? Wir nehmen noch so eine Kiste. Another crate. 3-2-1. Go! GG, fair play. Oh. Hast Timeout geklickt. Winzero, Theta Crate. GG! Nein. Thank you, fair play, for the 13 T-Fuel. Thank you. Very kind of you. Jetzt sende es gerade Megabytes raus, okay. Dann müsste diese Kurve, die ich da bei mir lila war, die müsste bei dir dann auch grün sein, wenn du aussendest. Und dann, wenn er, ich glaube, bei 100 Megabyte oder so, da solltest du denn schon was sehen. Dass du was gekriegt hast. Ach so, und die 10 T-Fuel, die ich dir geschickt habe, die musst du erst in deinem Inventar claimen, ne? Das ist ein Item und die musst du erst claimen und dann sind sie in deinem, Dings. Hast schon gemacht, gut. Ich weiß nicht mehr, wohin mit diesen Sandstein. Verdammte Axt. Wir brauchen doch noch. Leg die erstmal hier hin. Nee, bei dem Spiel muss man auf Müll sehr achten. Das heißt, erstmal. Jetzt stellt hier Tanja ein Lager auf. Dann können wir das schon mal da rein tun. Vielleicht kommen wir von dem Lager sogar an die anderen Lager ran. Welches habe ich jetzt leer gemacht? Hoffentlich eins von hier unten. Ja, super. Super. Dann kann ich nämlich hier weitermachen. Da ist ja Axt schon kaputt, die Spitzhacke. Da brauche ich natürlich extrem mehr Kalorien.
Okay, danke für die Erinnerung. Ich versuche es im Kopf zu behalten. Das ist richtig. Eco ist wie Minecraft, bloß hat bessere Grafik. You like trains? You can build a train with emotes. Look. And this here. Choo-choo. Ökologische Denken ist halt besonders wichtig. Also bevor man irgendwelche Sachen wegschmeißt, muss man aufpassen, dass man die dann entweder irgendwo lagert, damit die halt nicht als Müll gelten. Oder wenn da zum Beispiel irgendwelche Pflanzensamen sind, dann esse ich die einfach auf. Dann ist halt auch kein Müll. Pflanzensamen kann man nämlich essen. Die bringen zwar keine Kalorien, aber dann bist du zumindest los. Ich glaube, ich muss vor dem Community Talk noch mal auf Toilette. Habe ich so das Gefühl. Noch ist ja ein bisschen Zeit. Ja, es wäre vielleicht besser. Hacken wir hier noch ein bisschen auseinander. Freut sich die Physik-Engine. Hat der kleine Dual-Core Pentium zu tun, den ganzen Kram zu berechnen. Einen brauche ich noch. 20. Na, ich war damals noch skeptisch, weil ich habe den Preis gesehen und dachte mir, 25 Euro. Aber jetzt mittlerweile bin ich auch schon der Meinung, dass das sich auch lohnt, das Geld auszugeben dafür. Das war es voll wert. Ja, der Presslufthammer. Du sagst es. Oh, dann sammeln wir das noch ein. Dann haben wir 19. Einen brauchen wir noch. Einer fehlt noch. Den da.
Oh, haben wir's. Dann bringe ich schon mal einen Wagen voller Eisen wieder weg. Echt, davon gibt es Dreierpacks? Wusste ich gar nicht. Ich hatte mir damals mal von Space Engineers ein Dreierpack geholt. Oder ne, Viererpack. Den an Freunde verschenkt. Da haben wir auch eine ganze Zeit lang gezockt. Komme ich hier nicht an der Zwischenlager ran? Ach, das ist fast voll. Eieieiei. Dann nehmen wir einmal Stein und tun das hier ins Zwischenlager. Passt hier auch wieder Eisen hin. Und so zum Rausfinden, was alles geht in dem Spiel, ist ein eigener Server gar nicht so schlecht. Weil wenn du jetzt auf einem offiziellen Server unterwegs bist, du levelst da ja so langsam, du kannst gar nicht alle Berufe entdecken und sehen, was man da alles machen kann. Ne? Auf einem eigenen Server, da kannst du ja selber einstellen, wie viel XP du kriegst. Und weil wir bloß zu zweit sind, habe ich da auch höher gedreht, damit wir auch mehr Berufe machen können. Da hat wirklich bloß an den Rohstoffen scheitert, was wir hier machen. Ob wir genug Eisen sammeln zum Beispiel oder so. So. Charlie macht jetzt mal ein kurzes Päuschen. Bin gleich wieder da.
Okay, weg. Telefon. War noch Telefon. Was haben wir? 19.36 Uhr. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Kishti, schick mir mal bei Gelegenheit dann noch diese IP von dem TS, wenn du hast. Oder hast du vielleicht sogar schon? Lass mal gucken im Discord hier. Nee, da hast du die URL. Ja, das würde noch helfen. Die IP-Adresse. Von dem TS, dann sammle ich hier noch ein bisschen und dann gehen wir auch gleich darüber. Discord. Das ist doch bloß diese cherryap.eu oder welches meinst du? Mehr habe ich nicht gekriegt von dir. Ah, okay, das ist das. Okay, okay. Alright, alright. Paar Minuten, um das denn umzustellen. Überleg jetzt schon, was schlauer ist, ob ich die Verbindung zu den Streaming-Diensten kurz unterbreche oder ob ich mir einfach nach dem Stream dann die Zeit nehme, das nochmal rauszuschneiden und da zwei verschiedene Dateien zu machen. Wobei ersteres einfacher wäre, glaube ich. Da bereitet mir Sorgen, wie Täter das aufnehmen wird. Ob Täter denn sagen wird, das mag ich gar nicht. Wenn ich die Verbindung kurz kappe. Eigentlich dürfte das kein Problem sein, aber deswegen. You want more predictions? Da.
Ja, aber ich glaube, ich schneide das dann lieber raus. Zur Sicherheit, weil ich habe jetzt schon 3 Stunden Giveaway offen und wenn das denn mit mal weg wäre, wäre das nicht so schön. Die Gefahr besteht halt irgendwie immer. Im Normalfall tut er das nicht wegmachen, aber das ist schon ein relativ wertvoller Gewinn und das fetzt dann nicht so, wenn das dann doch passieren würde, ne? Ich gönne den Leuten das ja, ne? Also ich möchte auch, dass jemand sich freut, da das zu gewinnen. Haben wir hier noch irgendwo Eisen? Ist noch was? Mist, komme ich nicht mehr ran. Grrr. Irgendwo noch, wo ich einfach rankomme. Hier vielleicht. Maybe hier. Ja. Und maybe da. Ja. 20. Gut, jetzt noch 6 und dann haben wir noch mal voll. Aber andererseits sind wir schon fast voll, ne? Dieser Mining-Fahrstuhl, der ist auch schon voll. Müssen wir mal gucken, wo wir das hin tun, das ganze Eisen. Oder Tanja hat das gehört und schmeißt ihre Schmelze gleich nochmal an. Dann würden wir wieder ein bisschen Platz haben. Die 14, die ich in der Hand habe, die passen da rein. Das sind denn 12. Haben wir hier irgendwo noch Platz? Drei Slots hätten wir hier noch im Zwischenlager. 3 Slots reichen. Na denn, ab ins Zwischenlager damit. Können wir die Steine noch verarbeiten? Aber zwischenlagern erstmal da. So, dann haben wir da auch Platz für. Zack. Genau.
Nimm dann schon mal den Karren zurück. Und ich hoffe mal, wir schaffen das. Wir haben ja jetzt noch 30 Tage Zeit. Scheitert denn wirklich bloß an den Ressourcen? Eingegeben müsste die Karre ja sein. Oh. Ist freigegeben. Okay. Lass mich mal überlegen. Wir machen erstmal diese Stream Deck Einstellungen. Hey, wake up. Oh boy, 99. Thanks for the follow. That's 220, ne? This is a yes. Then's a yes. Machen wir das Spiel, das IRL. Da ist jetzt eine Webshow, okay. So. Denn wie machen wir das? Lass die Kiste hier, den Wagen hier erstmal stehen. Gehen wir zum Metzgertisch noch vorbei. Mr. Promoiner, I think yes, I have bought about 20 games on the site. And no problems, support is very friendly. So I had no big problems on the site. Sometimes to save really on games you get a Steam key and activate the Steam key or other Uplay key. I mostly buy Steam keys. So I had no problems with this site. Yep, but look
look if your if the selling product is bound to a region of for example only in US or so, check this. I also wrote NordBowie VPN activated stuff. Only CD keys or Steam keys or Epic keys or so. So first check not, it's not region locked, and second check it's not VPN activated stuff or so. That's my two things I check always. I only buy Steam keys, and I don't buy things who have region lock. New code, let me see. 3,284 seconds. Yes, we can do a new code. It's the right time, code 2. Close. Lensware 2. Make a new code, let me see. We do this. Save, open and start. Yes, I know. F1 red, F1 red. I know stream black. It's on Theta's side. I don't can do anything about it. Sieben Minuten noch. Sieben Minuten noch, sagst du, ja? Dann gucken wir mal. Um, kopieren wir cherryrp.eu, damit wir das nicht tippen müssen. Dann haben wir hier irgendwo ein Teamspeak. Hallo Teamspeak. Verbinden mit dem da. Connected. Microphone muted. Zu Favoriten hinzufügen, cherryrp.eu, okay. Speichern. Sound muted. Wo ist hier Community Talk? Mittwochs ab 20 Uhr. Da. Channel switched. So.
sind wir da schon mal drin und machen das Muten um 20 Uhr genau aus. Kann so und so keiner reden, ne? Sound resumed. Nee, kann so und so keiner reden. Okay. So, dann laufe ich noch schnell was zu essen, ein Eco essen. Und Eco ist dann auch erstmal Feierabend für heute. Sorry, Tanja, bin morgen wieder da. Ich hoffe, wir haben heute noch ein bisschen Progress geschafft. Ja, weiß ich noch irgendwas an. Vielleicht noch ein paar Prärielilien, 200. Oh, dann essen wir noch was. So, dann fangen wir jetzt mal mit dem Prozedur an. Erstmal machen wir hier Eco aus. Then yes. Dann haben wir hier ein Teamspeak. Haben wir hier eine Fensteraufnahme? Da nehmen wir TeamSpeak als Capture-Methode.